Fall will ich jetzt mal zeigen, was habe ich mit meinem Kokain hier verkauft, was habe ich damit gemacht, weil geht ja immer die Thematik, was kann man mit solchen Unternehmen verdienen, was kann man damit machen, was kann man damit nicht machen. Ich habe jetzt auch schon wieder 140.000 hier drin, obwohl ich eigentlich für 75.000 gekauft habe. Ne? Ich kaufe mir jetzt aber trotzdem einfach nochmal Vorräte. Da habe ich jetzt die 140 wieder drin. Und ja, ist halt voll das Ding. Das könnte ich jetzt wieder Ware verkaufen. Hier für 210.000 da hier. Ort Los Santos. Fahr ich jetzt nach Los Santos, werde ich jetzt 200.000. Ach man, werde ich jetzt 200.000 kriegen. So. Ich habe insgesamt 55 Verkäufe gemacht. Und habe insgesamt Wert von 17 Mille verdient. Durch die 55 Verkäufe kann man sich selber ausrechnen, was da ein Unternehmen oder einen im Durchschnitt so gekostet hat. So, nur durch das Ding. Muss ich dazu sagen, die 17 Millionen, rechnen wir mal ein paar Millionen weg, sagen wir mal so 3 Millionen plus minus oder sagen wir mal rundgerechnet 5 Millionen, habe ich vorher schon verdient gehabt, bevor der Nachtclub da war. Plus minus. Ja. Da habe ich aber auch wirklich immer intensiv gesuchtet. So. Das könnte ich, wie gesagt, jetzt auch wieder verkaufen hier, wenn ich das wollen würde. Also Kokain war halt meine größte Geldquelle überhaupt. So, und wenn du jetzt Nachtclub oder sowas hast, ist es natürlich auch gut, weil der Nachtclub-Techniker, wenn du jetzt mal nichts drin hast, hol dir trotzdem die Ware. Was aber nicht heißen soll, dass du die Ware, so wie ich jetzt, mit Ware versorgen musst. Das möchte ich nicht sagen. Das brauchst du auch nicht. Weil die Techniker produzieren aus irgendeinem Grund die Ware selber. Hast du aber wie jetzt in meinem Fall jetzt 140.000 Waren wert drinne, würde der Techniker kommen und würde sich von diesen 140.000 jetzt in meinem Fall bei dem Kokainlabor, was jetzt gerade als Ware drinne steht, fertig produziert, würde sich was wegnehmen und dann hättest du keine 140.000 mehr, sondern zum Beispiel nur noch 100. Solange du halt die Ware da hast, hast du alles leer oder es ist gerade im Produzieren. Die Ware, dann produziert der Techniker diese alle selber. Er würde sich halt dann nur was von dem Verkaufswert nehmen. Ne? Wie hier zum Beispiel, ich habe 90.000. Wenn der Techniker jetzt kommen würde, würde er irgendwann im Laufe des Tages irgendwas einkassieren für einen Nachtclub. Würde da jetzt nicht 89.000 stehen, sondern dann halt nur 80 oder 70. Ne? So. Das Unternehmen habe ich mir hauptsächlich auch nur gekauft für einen Nachtclub. So, da habe ich jetzt auch nur 30 Verkäufe gemacht, aber auch schon über 7 Millionen verdient. Ne? Die Kapazitäten, da habe ich aber hier auch jeweils immer die Verbesserungen gekauft. Die sind auch notwendig, die bringen euch nämlich mehr Geld. A, kommen die Leute mit den Produktionsvorräten besser aus und B, geht nicht so viel verloren. Ne? Am Anfang habe ich die nicht drin gehabt. Und dann hatte ich immer das Problem, dass halt die Ware sehr, sehr schnell alle ist. Ne? Hier steht es ja auch da. Verkaufen Sie die Besserung, Ausrüstung, Qualität zu erhöhen und die Produktion zu beschleunigen. Und die Ware auch zu steigern und Produktionsvorräte länger auskommen. Und hier, Personal geht natürlich schneller, beschleunigt die Ware und steigert den Wert. So. Ne? Was ich nur nicht habe, ist die Sicherheit, weil das ist Blödsinn. Blödsinn. So, wenn ich jetzt hier wieder auf Verkaufen gehe, ich habe 89.000 normal Wert drinne. Wenn ich jetzt wieder nach Los Santos verkaufen würde, hätte ich 133. Das bisschen da. Ne? So. Ah, ich könnte mir aber hier auch nochmal schnell die Ware kaufen. Ich mache das immer mit Ware kaufen. Oh, sind sogar runtergesetzt. 60.000 jetzt. Ne, 75 habe ich gerade den anderen bezahlt. So. Klar kostet das Geld, aber ich hole das Geld ja immer hinterher irgendwie wieder raus und muss dafür nichts machen. Jetzt gehen wir zur Grasplantage. Die Grasplantage habe ich jetzt auch nur gekauft gehabt für das Unternehmen, für den Nachtclub. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich mal auch jetzt auch mal für den Livestream oder generell mal mit euch zusammen euch das zeige, wie ich das so mache, wenn da Interesse besteht. Weil ich habe das wirklich nicht so. Ich habe auch nach einem anderen Charakter, sprich, also man kann ja in GTA hier zwei Charaktere haben pro E-Mail-Adresse. Ich klappe jetzt einfach mal Auto hier für die 3 Meter. Damit ihr jetzt nicht so lange schnattern müsst und gucken müsst. Das ist nämlich jetzt hier ungeschnitten. Habe ich nämlich jetzt noch nicht so viel verdient. Und auch jetzt noch nicht so viel gemacht. Hauptsächlich, ne? Weil ich es auch immer wieder irgendwie vermehre, vergesse oder wie auch immer, wenn ich mal drin bin, dieses Unternehmen zu machen, weil das halt hier so ein bisschen am Außenrand ist.
Und bei den anderen, wie gerade eben, Kokain und Meth, ist man halt mal schnell hin und her gedüdelt. Was ich auch nicht gemacht habe, ist die Dokumentfälscherei. Also die hat sich für mich nicht gelohnt. Ich habe da auch keine Produktionsvorräte bis jetzt geholt gehabt. Kann auch sein, dass es sich mittlerweile geändert hat, weiß ich so nicht. Aber ich habe damals für 75 zum Beispiel, oder ich habe damals Ware geholt und musste mich natürlich, weil das Ding so eine kleine Kapazität hatte, extrem abbuckeln, weil 60.000 war Minimum. Also war das Maximum, sage ich jetzt mal so. Was Maximum, was man haben konnte. Wie das jetzt aktuell ist, weiß ich nicht. Ne? So zum Beispiel hier siehst du, ist alles 000, aber der Nachtclub-Techniker holt trotzdem aus diesen Unternehmen Ware, obwohl hier nichts ist. Nur so nochmal zur Information. Ich habe dazu ja eigentlich auch schon mal ein Video gemacht zu dem Nachtclub. Kann man hier mal anschauen. Aber hier habe ich halt, wie du schön siehst, hier nur 17 Verkäufe gemacht und halt nur 2,9 Millionen. Dazu muss ich auch sagen, habe ich hier auch Verbesserungen mit drin. Egal. Und das habe ich halt öfters im Livestream einfach immer so gemacht. Genau das. Und jetzt gehe ich zum Beispiel in meinen Bunker. Zeige ich das, was ich in meinem Bunker gemacht habe. So, in der Zeit kann Kokain produzieren, kann das. Ah, nee, Falschgeld habe ich noch. Genau. Die Falschgeld-Druckerei konnte dann produzieren und so weiter. Halt währenddessen ich was anderes gemacht habe. Da habe ich dann in dem Fall auch zum Beispiel mal Lagerhausmission gemacht oder sage ich jetzt mal Ware fürs Lagerhaus geholt in der Zeit. In der Zeit haben die Unternehmen hier gemacht. Da habe ich ein paar Kisten geholt. Sagen wir mal so 10 Stück, so 10 Kisten. Oder für den Hangar irgendwas gemacht. Wobei der Hangar ja bis jetzt immer noch keine, sage ich jetzt mal, Produktionskosten oder Unterhaltskosten kostet. Ne? Ja. Spielhalle müsste ich auch nochmal gehen. Das ist auch nochmal eine Tagesannahme, genauso wie da mittlerweile der Nacht, der Cl das Clubhaus. Kommt drauf an, was du für Te oder worauf du die Techniker aufgesetzt hast im Nachtclub. Und natürlich, wie jetzt in dem Fall, ob da jetzt Beschleunigung drauf ist oder nicht. In dem Fall mache ich das Ganze jetzt, ist ja nochmal Beschleunigung drauf. Habe ich ja sonst nicht. Ne? Hier sind zum Beispiel jetzt auch 190.000 drauf und da siehst du, da fällt unten rechts schon ein Balken, weil sich der Nachtclub-Techniker hier schon dran bedient hat. Das ist genau das, was ich meinte. So. So, hier habe ich 15 Millionen gemacht. In diesem Unternehmen mit 74 Verkäufen. 15,3 Millionen habe ich mir hier gemacht. In diesen Unternehmen. Gut, am Anfang habe ich die ersten, sagen wir, die ersten 20 Verkäufe, 25 Verkäufe oder 30 Verkäufe auch, habe ich so komplett manuell gemacht und dann habe ich mir nur noch die Ware gekauft und so verkauft. So, und das verkaufe ich jetzt für 284.000. Es wird noch bestimmt jetzt wieder Mission sein mit so einem Transportern. So ein, wie so ein Pakettransporter. Oder Motorräder. Oder? Ein Boot oder ein Flugzeug. Aber ich schätze aber einmal Müllwagen. Ja, nehmen wir einen Helikopter, sehr schön. Drei Helikopter. So, wenn du natürlich dann noch die Ware in Dings verkaufst, also wenn andere Leute noch in der Lobby sind, in dem Fall, und du jetzt hier mit Freunden in der Privatlobby bist, in dem Fall wie jetzt hier, dann kriegst du ja auch nochmal zusätzlich Geld, wenn du dann da nochmal zockst. In der öffentlichen Lobby ist das, glaube ich, dann nochmal ein bisschen anders. Da steht ein Heli. Warum? Mit denn jetzt die Nase? Entschuldigung, aber mir juckt irgendwie gerade das dann die Nase irgendwie. Ich will da um drei, ey, leck mich da am Arsch. So.
Ja, nein, der Nachtclub-Techniker braucht keine Ware. Also früher war das mal so, da habe ich das in einem Video so erzählt gehabt, dass die Ware natürlich, wie sie im VLF-Leben ist, natürlich bestückt sein muss, ist aber Blödsinn gewesen. Ich habe dann später selber herausgefunden gehabt, als ich meine Unternehmen im MC-Club nicht gemacht habe, sprich kein Kokain geholt, kein Meth geholt, kein Gras, gar nichts geholt. Ja, das war zum Beispiel der Test, wo ich gesagt, als ich habe mir den Nachtclub geholt, hatte ich meine Kokain- und Falschgeld-Druckerei gehabt und dann habe ich mir noch Meth und Gras dazu gekauft. Die habe ich eingerichtet, nachdem sie eingerichtet gewesen sind, habe ich alles verkauft und die beiden Unternehmen waren komplett leer. Und trotzdem waren im Nachtclub Güter dieser Unternehmen drinne, obwohl ich nichts gemacht habe. Und die waren lange, lange leer gewesen, weil ich lange keine Lust hatte, MC-mäßig was zu machen, da die Razzias mir immer alles versaut haben. Ich hatte manchmal zweimal oder dreimal am Tag Ware verteidigen, Ware verteidigen, Ware verteidigen. Wenn ihr das natürlich zu viel macht und macht mit den Unternehmen zu viel Geld, checkt das irgendwann mal Rockstar und schickt euch eine Razzia nach der nächsten, wie es bei mir gewesen ist. Da bringt euch die Sicherheit in der Hinsicht auch leider nichts. Kennst du den FBI Buffalo? Nee, sagt mir gerade nichts. Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Siehst du? Hast du jetzt einen Nachtclub noch dazu oder hast du keinen Nachtclub? Wenn du selber sagen tust, du hast jetzt Falschgeld verkauft und hast 785.000 gemacht. Nur durch Falschgeld. Rechne das dann mal auf drei Unternehmen, ohne Nachtclub jetzt mal gerechnet. Dann hast du schon mal ein gutes Einkommen. Wenn du dann noch einen Nachtclub dann in dem Fall noch so hochhältst, dass der gut produziert, hättest du dann schon eine Fördereinnahme. Und nebenbei, was halt auch immer sehr, sehr viel Geld bringt, ist immer wieder der Bunker. Also Bunker ist definitiv auch mit eins die höchste Einnahmequelle. Ich meine, du musst zwar auch über deine Produktionskosten sowas bezahlen, das ist natürlich ganz klar. Aber die holt es ja dann hinterher wieder raus. Ne? Deswegen versuche ich die Unternehmen so oft wie es möglich immer am Laufen zu halten und im Hintergrund aktiv zu haben, egal was ich mache. So, und wenn ich das alle Unternehmen ein bisschen gemacht habe und die sind wieder versorgt, der Nachtclub ist die Beliebtheit gestiegen und. Dann mache ich auch mal irgendwie auch was anderes. Ja, mein Autotune in dem Fall in der Lobby oder mal irgendeinen Blödsinn. Ne? Oder keine Ahnung. Eine Hauptüberfallmission, eine Mitarbeitermission hier, also sprich, dass du sagen tust, ich mache Kisten holen für einen Hangar oder für Lagerhaus, dass das einmal alles voll ist. Dass du da auch irgendwann mal verkaufen kannst. Ja, währenddessen diese anderen Sachen immer im Hintergrund produzieren. Party gehe ich grundsätzlich eigentlich sehr selten. Was willst du denn da wissen? Was soll ich denn dir erklären? Wegen was jetzt genau?
das jetzt da oben auf dem Dach, ey? So Blödsinn, ey. Warum haben die das jetzt aufs Dach geschickt? Muss ich jetzt nicht verstehen, egal. So wäre es alles noch mal Stopp, meine lieben Freunde. Gerne mal melden hier. Wer frisch dazu zugekommen ist, kann ja gerne mal einen Kommentar schreiben oder ein Like da lassen. Würde ich mich mega freuen. Denn das würde mich nämlich unterstützen und supporten. Au, oh, Laternenmast. Da habe ich schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Weiß ich jetzt nicht, was daran so schwer ist, wegen den Technikern. Du setzt einfach die Techniker auf ein Unternehmen an und wechselst die zwischendurch einfach mal durch. Weil du hast ja 7 Unternehmen insgesamt und du hast nur Techniker von 5 Stück. Du kannst nur 5 Techniker auf die Unternehmen ansetzen. So, wenn dann zum Beispiel eins, sag ich jetzt mal so, 3/4 voll ist oder so, so mache ich's, wechsle ich den Techniker, der für das Unternehmen ist, einfach mal auf ein anderes. So, und die Techniker sind ja nach und nach immer teurer geworden. Ich habe, glaube ich, irgendwo noch mal ein Video dazu gehabt eigentlich. Ich glaube, das habe ich sogar hochgeladen. Die Techniker kosten ja nicht ohne Grund halt nach hinten hinweg. Ich glaube, der letzte hat 290.000 gekostet. Ich bin mir jetzt nicht mehr zu 100% sicher. Ich gehe bald auf OK. Ja, ich mache auch nicht mehr so lange. Ich will das jetzt hier noch schnell verkaufen, dann mache ich auf Feierabend. Wäre auch gut, wenn du noch so lange warten könntest. Ich will es nur noch schnell verkaufen hier, das Zeug, und dann... Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn du aus der Sitzung rausgehst. Ob ich dann trotzdem noch weiter verkaufen kann oder nicht. Ich merke langsam, dass ich auch langsam Zeit für Feierabend machen muss. Ich verkaufe Falschgeld. Also ich bringe das Falschgeld an die Dings ab.
Ey, was hat sich angeboten?